Grüß Gott miteinander und herzlich willkommen. Das ist jetzt die letzte Meldung aus dem schönen Oberbayern, dann geht's wieder zurück. Gott ist dem Bösen gegenüber nicht indifferent nach dem Zeugnis der Schrift. Er verabscheut es und er ist dem Feind, der dahinter steht, unter vielen Masken und mit dem Bösen die Menschen verführt, um sie zu verderben und zu vernichten. Gott aber hat die Schöpfung und den Menschen darin sehr gut geschaffen und deshalb überlässt er uns nicht einfach dem Bösen und schaut zu, wie das ausgeht, sondern er kämpft. Er kämpft für uns und für das Gute. Und dazu gehört freilich auch, dass unsere königliche Freiheit, die Freiheit der Kinder Gottes in diesem Kampf nicht suspendiert wird, sondern dass wir sie nutzen dürfen und müssen und deshalb auch um die Folgen unserer Sünden nicht herumgeführt werden, ihnen nicht enthoben werden, wie das manchmal Eltern machen, wenn die Kinder spielen und dann eins verliert und man ändert schnell die Regel, damit am Ende alle gewinnen. Das ist eben Pillepalle und das macht Gott mit uns nicht, sondern da nimmt er uns ernst. Und trotzdem unter allem und in allem waltet sein gewaltiges, göttliches Erbarmen. Dazu das lange Evangelium heute aus dem 15. Kapitel bei Lukas, der verlorene Sohn, besser gesagt der barmherzige Vater. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, aber die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an, bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, »Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat.« Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, »So viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet.« Der Vater antwortete ihm, »Mein Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.« Ja, in meinem Zeitlimit nur ganz schnell. Als der Vater ihn kommen sah,
Da bekam er Mitleid. Nein, er bekam kein Mitleid. Das ist zu schwach. Das ist eben dieses Erbarmen, das Gott bildlich gesprochen in seinen Eingeweiden packt und ihn hin und her zieht und ihn unwillkürlich Dinge tun lässt, die er als Gott sozusagen gar nicht verantworten kann, sich zum Beispiel einem Sünder um den Hals zu schmeißen, richtig, was er hier tut. Also Erbarmen ist eine große Macht im Menschen. Mitleid ist zu wenig. Und das andere, der ältere Sohn, vielleicht sehen wir uns ja auf seiner Seite und können es ihm nachfühlen, wie ärgerlich und frustriert er ist und dass er nicht mit hineingehen möchte. Er ist alle Tage beim Vater, er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, er ist in der Spur geblieben. Vielleicht hätte er manchmal sagen sollen seinen Freunden, wie sehr er sich freut darüber, dass alles, was des Vaters ist, auch seines ist. Also wir haben dieses Erbarmen geschenkt bekommen, damit wir es anderen zeigen, nicht damit wir es für uns behalten und uns daran gewöhnen, als wäre es nichts und als wäre es selbstverständlich. Hier ist im Kern das lebendig Machende der großen Erzählung vom Erbarmen Gottes. Das müssen wir mit Worten und Taten anderen zeigen. Was für ein Glück das ist, dass wir einen guten Vater im Himmel haben. Gott segne und behüte sie alle.